Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Und wir rufen erstmal unser Chocobo. Hi ho, Kleiner. Und jetzt heißt es dann Infiltrieren der Basis. Oh, das sind irgendwelche komischen Krabben da unten. So, was haben die hier draußen bloß vor? Wollen sicher auf das letzte Stück Land erobern. Dafür scheinen sie zu wenige zu sein. Wahrscheinlich eher als Versorgungspunkt gedacht. Wir sollten ihn gespannt. Wenn es wenig ist, dann könnten wir es doch theoretisch auch einfach stürmen, oder? Warum infiltrieren? Yay. Sieht so aus wie die letzte. Von außen vielleicht. Wir sehen auch... Vermutlich sind sie besser vorbereitet. Wir sehen mal hüpfen. Na, wunderbar. Noch sehen wir sie ja gar nicht. Muss befreiend sein. Meint ihr, Iris ist sicher? Nun, sie ist ganz alleine. Keine Sorge. Sie ist okay. Da ist die Basis. Iris ist aber keine begeisterte Kämpferin. Chocobo sträubt sich weiter zu gehen. Blöde Frage. Wir sollten uns nicht mehr Zeit als nötig lassen. Na gut, wo ist denn hier ein Eingang? Bis dahin sollten wir noch laufen. Okay, hier rein. Ja, okay, hier steigen wir jetzt dann ab. Danke. So. Was? Wieso hat der uns denn gesehen? Egal. Mensch, ich habe aber eine echt weite Sichtweite gehabt. Das war doch perfekt, infiltrierend. Ja, der könnte sich auch einfach durchhaken, wie es ausschaut. Weil die Gegner hier nicht wirklich viel aushalten, vor allem kleine Trüppchen nur sind. Na, egal. Wow. Keine Chance. Anschaut, das ist ein Update. Wunderbar. Yo. Gut zu wissen jetzt im Spiel. Es gibt ja auch generell ein neues Update mit so einem Holiday Pack und sowas von Final Fantasy. Ich bin auch mal gespannt, wann das jetzt dann reinkommt. Müsste jetzt dann auch bald da sein. Oh. Wow, sind noch viele. Nächster. Das sah noch viel weniger aus. Also, wie lautet der Plan? Wir nehmen den Brigadegeneral als Geisel. Die Zahl ihrer MI ist unbegrenzt. Und Maschinen verraten uns keine Informationen. Zunächst teilen wir uns auf. Prompto und Gladio lenken den Feind ab. Kein Problem. Im Leute irritieren bin ich gut. Noct, bist du bereit? Ja. Operation Geiseldrama läuft.
Ich bin immer gespannt, was sie vorhaben. Ich denke, das könnte eine Falle sein. Außerdem sieht das gerade von der Menge der Leute her. Weiß ich nicht genau. Es könnte ja gut eine Falle sein. Ist auf jeden Fall eine Falle. Das wird ein Nachspiel haben. Dieser Hanea ist nicht zu erreichen. Zu all dem Ärger. Ihr Fehlverhalten stellt mich in einem ganz schlechten Licht dar. Wir müssen ihn überwältigen. Folgen wir ihm. Ich gebe dir das Signal zum Handeln. Lass dich nicht von ihm entdecken. Okay. Moment, wie wir nochmal in Deckung gehen? Oh, verdammt. Die Lage ist aussichtslos. Ziehen wir uns zurück, ehe es zu spät ist. Nein. Verdammt. Nochmal, bitte. Ich dachte, ich erwische die beide, bevor er was merkt, aber war mal nicht so drin. Okay, nochmal. Kann ich hier irgendwie hochkommen? Ja. Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Moment. Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Okay. Oh, oh. So weit, so gut. Unten ist er. Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Waffen setzt. Sind da zwei oder einer? Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Okay. Es gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Kommen wir hier durch? Wer ist da? Oh, komm. Ist aussichtslos. Ziehen wir uns zurück, ehe es zu spät ist. Ah! Mist. Ich muss auf die andere Seite rüber, um den zu erwischen. Den hatte ich echt jetzt nicht sehen können. Aber da war ja, glaube ich, gerade ein Zwischenspeicherpunkt. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Ach Leute, bin ich schon noch nicht weiter. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Oh Gott, wie weit geht das denn? Wie unauffällig ich vor allem hier oben bin.
So, soweit, so gut. Normalerweise bin ich ja ultra leicht zu sehen. Aber naja, ich habe ja schwarze Sachen an. Versuche ich noch Aranea zu kontaktieren. Ihr bleibt alle in Bereitschaft. Wenn Commodore Highwind kommt, schickt sie zu mir. Okay, jetzt ist er fast alleine. Jetzt ist er alleine. Können wir jetzt zuschlagen? Na komm. Noct, pirsch dich von hinten an und überwältige ihn. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. Ka. Gut gemacht, Noct. Weiter so. Das war einfach viel zu leicht. Noct, geh zu den anderen beiden. Ich kümmere mich um Kalibo. Okay, sei vorsichtig. Ja, nee, das war irgendwie, keine Ahnung. So. Warum? Spring doch. Oh, oh. Wo ist denn der Laserpointer her? Wow. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Da hinten. Jetzt schnell. Da sind sie. Oh. Na komm, draufhauen. Oh, 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 oh. Weg hier. Das Öl ist, glaube ich, nicht so gut. Das ging schnell. Ach, hier. Und jetzt? Das war doch nie mit dem alles. Wenigstens wart ihr erfolgreich. Was soll das heißen? Wo ist der Neffe? Ich habe ihn den Meldatio-Jägern übergeben. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Das nächste Mal kriegen wir ihn. Das klingt ultra unglaubhaft. Und jetzt? Iris in Altlast. Okay, alles klar. 50 Meter? Was ist denn da? Wow, sie. Na, mein Hübscher. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Aranea Highwind. Oh, sie ist irgendwie cool. Drei Angriffe. Was?
Sie weicht extrem gut aus. Was? Sind alle ausgewichen? So gut ist sie gar nicht. Schade, schon Feierabend. Wie bitte? Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Na dann, bis zum nächsten Mal, mein süßer Prinz. Wer zum Teufel war das? Kugelsicherer Anzug. Hoffentlich geht's Iris gut. Keine Sorge, bestimmt. Lassen wir sie nicht länger warten. Die ist auf jeden Fall echt krass drauf. Ich bin mal gespannt. Kugelsicherer Anzug hört sich gut an. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, so oft wie wir hier Gegner mit Schusswaffen haben. Wobei eigentlich sind es immer nur die kleinen Gegner. Aber das läppert sich, glaube ich, ganz gut hoch. Mal gucken. Vielleicht haben wir ein gutes zweites Accessoire damit für Noctis. Müssen wir mal schauen. Da seid ihr ja. Habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Okay. Oh nein, mein Chocobo ist abgelaufen. Das wird auf jeden Fall wieder ein Level geben und gut FP. Oh, ist wieder ein Hotel. Das Hotel, sehr gut. Wow. Ach, guck mal, ein schönes Bild von Aranea vielleicht? Ja, das sah super. Oh, das bin ja ich auf dem Foto. Das finde ich super, das Bild. Schönes Foto, oder? Ja, du könntest später echt mal professioneller Fotograf werden. Schleimer. Das Foto. So, gucken wir mal. Erstmal zum. Was wir hier haben für eine Ausrüstung. Ah. Reduziert ballistischen Schaden um 20%. Hatten wir nicht irgendwas mit 30% schon? Hier. Lol, wenn wir das hier mit den beiden Sachen kombinieren, dann ist derjenige halt irgendwie 60% immun gegen Beschuss, ey. Gucken wir, was wir noch so haben. Schaden von Überraschungsangriffen. Schaden von Warp-Angriffen immens. So. So, mal die kleineren Sachen zum ersten Mal skillen. Ausweichen in der Luft, glaube ich, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Luftschritt in der Luft, das mache ich eh so selten. Aber schon mal in der Luft ausweichen zu können, ist schon mal ganz geil. So, wo müssen wir jetzt hin?
Ein ganz schönes Stück. Ach, Iris ist jetzt auch mit dabei. Na gut. Ne, lass mir jetzt erstmal nicht fahren. Ich sag, wir machen hier nochmal ein paar Nebenquests. Dann mache ich nämlich hier für heute eine Pause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Machen uns dann auf in Richtung... Oh, hat sie was zu sagen? Auf eine imperiale Basis? Heißt es. Gibt noch Leute mit Mumm da draußen. Wir müssen bloß aufhören. Nachher fällt das noch auf uns zurück. Gut, dann machen wir hier nämlich eine Pause. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann. Ciao, ciao.